Illuminati Fakes und Fakten. Jeden Dienstag 20 Uhr auf cracker.info. Wieder Keks auf Deutsch. cracker.info. Heute zu Gast Nature23 Infokrieger vom YouTube-Kanal, dem gleichnamigen, also youtube.com/Nature23-Infokrieger. Willkommen und danke, dass du erschienen bist. Hallo. Ja, guten Abend, Valentin. Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Es hat ja letztes Mal leider nicht so funktioniert, aber es hatten sich schon sehr viele gefreut, den Urheber der Videos kennenzulernen. Ja, dafür bin ich hier. Wunderbar. Wollen wir gleich die Fragen starten? Ja, wie du möchtest. Okay, mach mal los. Okay, wie kommt es, dass du den Channel Nature23 Infokrieger betreibst? Wie kam es dazu? Das hat angefangen vor, sagen wir mal so vor 4 Jahren, wo ich mich so intensiver auf die Suche gemacht habe nach der Wahrheit. Ich habe so irgendwie doch gemerkt, hier in der Welt, hier läuft irgendwas nicht so, wie es laufen sollte. Und da war die Plattform YouTube auch ein sehr gutes Informationsspektrum, was ich zu dieser Zeit denn wahrgenommen hatte, und bin halt durch bestimmte YouTube-Kanäle halt auf den einen oder anderen aufmerksam geworden, und was die halt dort an Videoinhalten zu bieten hatten. Und ja, an sowas hatte man halt nicht im allgemeinen Fernsehen gesehen, zumindest damals noch nicht. Heute ist es auch wieder ein bisschen anders. Und ja, und nachdem ich, glaube ich, ein ganzes Jahr lang ich mich damit beschäftigt habe, und viele, viele, ich sag mal so, Weltanschauungen so durchgegangen bin in dieser Zeit, habe ich dann entschlossen, jetzt, ja, jetzt machst du doch mal einen eigenen YouTube-Kanal auf und lässt die Leute da draußen einfach mal daran teilhaben, was ich so glaube und denke und was ich meine, was die Leute mal erfahren sollten. Also ich habe ja dann mit einem weiten Spektrum angefangen, aus diesem Wahrheitsbewegungskreis, oder viele würden es halt auch Verschwörungstheorien nennen, sei es 9/11 und Uranmunition und ja, Lebensmittelindustrie, also über sehr viele Themen, die heute auch noch unter der Rubrik Verschwörungstheorie fallen, hatte ich halt dort sehr viel hochgeladen auf diesem Kanal. Ich habe dann gemerkt, ja, okay, scheint anzukommen. Also die Abonnentenzahlen gingen immer weiter höher, und habe ich gesagt, na, und auch die Zuschauerzahlen auf diesem Kanal stiegen immens an, und habe ich gesagt, gut, jetzt wirst du ihm auch ein bisschen mehr Zeit investieren. Scheinbar kannst du über dieses Medium halt viele erreichen, weil halt täglich, also bis heute noch, 7.000 bis 10.000 Leute pro Tag auf meine Videos klicken. Sehr gut. Die Grundintention bei dir war Aufklärung, würde ich mal jetzt vermuten. Ja, so kann man das nennen. Deshalb habe ich den YouTube-Kanal gegründet, ja. Genau. Okay. Und mit welcher Motivation jetzt mehr, welchen Hintergrund hat es? Möchtest du was verändern an der Welt oder den Personen eine andere Sichtweise geben? Ja, also ich will schon den Leuten eine andere Sichtweise geben. Also auf meinem Kanal findet man halt auch viele Themeninhalte, die man auch nicht jetzt im allgemeinen Fernsehen sehen würde. Und ja, ich möchte, dass die Leute sich diese Videos anschauen, die ich da hochlade, und sich darüber eine Meinung bilden. Ja, und ich denke, wofür ich selbst sehe, diese Videoinhalte, die sind sehr interessant, mir auch sehr wichtig, und ich möchte, dass Leute sich das auch ansehen, die lade ich dann auch hoch. Also ich Ja. habe keine Ahnung, vielleicht die noch 500 Videos, die lade ich nicht auf meinem Kanal hoch, weil ich sage, gut, darüber möchte ich nicht, dass die Leute sich darüber eine Meinung bilden, weil ich selbst glaube, dass da wenig Wahrheit drin steckt. Wie viele Videos hast du denn bis jetzt? Also hin und wieder lösche ich auch mal ein paar, aber ich glaube, es müssten so 1.100, 200 sein, irgendwie so, denke ich mal. Ich weiß die genaue Zeit jetzt nicht, müsste ich nachschauen. Wow. Also ist natürlich auch so, weil ich halt viele Dokumentationen auch hochgeladen habe, und die bestehen ja auch meistens aus 12 Teilen, und so Ach ja. damit geht ja auch die Zahl enorm nach oben. Also es sind jetzt nicht 1.200 verschiedene Videos, sondern halt viele Mehrteiler dort enthalten in diesen 1.200 Videos. Okay, du hast ja schon eine Menge Wissen angesammelt. Da würde mich Ja, kann jetzt man so sagen, ja. deine Meinung dazu interessieren, was du vom Antichrist hältst. Den Antichrist oder Antichrist? Wer ist das für dich oder was? Ja, den Antichristen, das würde ich erstmal unterscheiden.
A in eine Person und in ein System. Also Antichrist selbst hat für mich die Bedeutung, dass es eine Gegenseite zu dem echten Christen gibt. Also den Christus, ja, also den Antichristus. Ja, das verstehe ich darunter. Also da gibt es jemand, der behauptet, er sei der Christus, er sei der Retter der Welt, er sei der Messias. Aber er ist es nicht. Ja, er gibt sich nur für diesen aus. Und das ist für mich die Person des Antichristen. Also es ist irgendjemand, der sich Christus nennt oder der hat auch mehrere Namen, Maitreya oder vielleicht ein zukünftiger sterblicher Jesus, zum Beispiel Dajjal. wie die Muslime ihn erwarten, oder sonst irgendeine fleischliche oder geistliche Gestalt, die nicht bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und auch nicht bekennt, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist und unter uns lebte. Also wer das nicht kann, das nicht bekennen kann, der ist ein Antichrist. Okay, gut. Jetzt gibt es natürlich eine neue Übersetzung. Das heißt dann der Antichrist mit E und der heißt praktisch übersetzt das, was vor, also der, der vor Christus kommt. Ja, also ich sage mal so, der Antichrist oder die Antichristin, ja, ist ja auch eine Mehrzahl, die kommen sehr wohl vor dem echten Christus, also bevor der echte Christus wiederkommt, er war ja schon einmal hier, werden viele Antichristen kommen. Und es kommen noch ein paar vielleicht. Also wer weiß, wie viele noch kommen. Okay, glaubst du an Gott und den Heiligen Geist oder den Heiligen Geist? Ja, ich selbst bin ja gläubiger Christ und da gibt es ja zum Beispiel das allgemeine apostolische Glaubensbekenntnis. Das kann ich soweit voll unterschreiben und das kann ich dir mal kurz vortragen. Moment. Somit wäre dann deine Frage da auch beantwortet. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, ja, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, Gemeinschaft der gläubigen Christen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich denke, damit ist die Frage beantwortet, Ja, wenn es auch ein bisschen ausführlich war. vielen Dank. Was mich natürlich auch interessiert, sind diese Videos über Roger Monroe. Der hat ja da einschlägige Erfahrungen gehabt. Was sagt Roger Monroe noch über Engel und Dämonen? Kann man sich auf die verlassen oder lügen die? Wie ist das denn eigentlich mit den Geistwesen? Also die Frage bezieht sich jetzt auf die Engel und Dämonen, ob die lügen oder ob Roger Minot lügt. Roger Monroe über die Engel und Dämonen, also bezieht sich auf die Engel und Dämonen. Ah ja, okay. Ja, also ob Engel lügen können, ja, oder Dämonen lügen können. Ja, ich weiß nicht, da wäre es doch vielleicht erstmal angebracht, vielleicht mal zu erläutern, was denn Engel sind und Dämonen, weil wenn ich jetzt darüber sprechen würde, würde wahrscheinlich ein Teil der Zuhörer ja nicht verstehen, was darunter zu verstehen ist in dem Falle. Aber jeder hat ja ein anderes Bild über einen Dämonen oder über einen Engel vielleicht, ja, je nach seiner Weltanschauung. Und vielleicht wäre es gut, wenn ich das mal ich versuche es kurz zu halten, ja, was ich glaube, was Engel und Dämonen sind, wenn das Ja. in Ordnung ist. Ja, wunderbar. Nun gut, also ich selbst ziehe hauptsächlich meine Quellen aus der Bibel, was die über Engel sagt, ja, und die Dämonen. Die Engel an sich sind geschaffene Wesen, ja, die wir nicht hier jetzt als Mensch so sehen können, ja, im alltäglichen Umgang, ja. Engel können sich aber uns zeigen, Engel können auch mit uns reden, damit dass wir sie hören können. Aber sie würden das nur tun, wenn sie von Gott geschickt werden.
Ja, also ein Schutzengel oder irgendein Engel, was weiß ich, der Michael heißt oder Gabriel. Es gibt ja heute viele Menschen, die meinen, sie sprechen mit Engeln, die zum Beispiel solch einen Namen haben. Da wäre ich immer vorsichtig, was das betrifft. Also ich glaube, dass ein Engel nur mit einem Menschen redet, wenn er von Gott geschickt wird. Und das auch sagt, ich bin von Gott geschickt und habe eine Botschaft, so ungefähr für dich. Also es sind geschaffene Wesen, ja, von Gott, den Allmächtigen, geschaffen. Ja, und sie leben in der himmlischen Welt. Ja. Und ich denke, ich belasse es erstmal dabei, weil ich könnte darüber wahrscheinlich 2 Stunden reden. Jetzt kommen wir mal zu den Dämonen. Also, was sind Dämonen? Es gibt da 2 Meinungen zu, ja, die ich zumindest die so im Umlauf sind. Eine ist sehr verbreitet, die andere ist sehr weniger verbreitet. Ich komme mal erst zu der, die sehr verbreitet ist. Und zwar sollen Dämonen gefallene Engel sein, also auch Engelwesen, ja, die sozusagen vor langer, langer Zeit zusammen mit ihrem Führer, also es gibt auch einen Obersten der Dämonen, es ist aufgebaut wie eine Hierarchie, genau wie die Engelwelt. Da gibt es einen Engel, der hat mehr Macht, und es sind auch Engel ihm untergeordnet, die halt weniger Machtbefugnis haben, so könnte man das nennen. Und so ähnlich ist auch die dämonische Welt aufgebaut. Es gibt einen großen Führer, ja, ihr Gott sozusagen, das ist ja der Oberste der Dämonen, der hat ja viele Namen, einen in den Lucifer und Satan, hat auch mehrere Bezeichnungen. Und ja, und das halt seine Untertanen, die Dämonen sind, und er selbst, ja, den könnte man natürlich ihn auch so bezeichnen. Ja, und die haben halt, ja, die sind auch hier, um die Leute, ich sage mal, entweder zu züchtigen, wie auch ja, zu ärgern, ihnen auch Leid zuzutragen im geistlichen Sinne. Und das erfahren ja auch bis zum heutigen Tage viele Menschen in der Welt, nur dass das halt nicht immer in die Öffentlichkeit kommt, was das betrifft. Ja, die andere Meinung, die halt ein bisschen weniger vertreten ist, was Dämonen sind, da unterscheidet man nämlich einmal die gefallenen Engel für sich, ja, die werden halt einfach nur gefallene Engel bezeichnet, und dann gibt es noch die Dämonen, und das beziehe ich jetzt mal aus einer Apokryphenschrift, das erste Henoch-Buch, da wird zum Beispiel drin gesagt, dass Dämonen sollen Folgendes sein, ich beschreibe es mal kurz, und zwar vor circa 4000 Jahren, ein bisschen länger her, da war ja die Sintflut laut Bibel. Und vor der Sintflut soll es so gewesen sein, dass die gefallenen Engel, ja, ein Teil der gefallenen Engel, ist auf die Erde gekommen und hat sich mit den Menschenfrauen hier gepaart. Daraus sind Mischwesen entstanden, ja, also man könnte meinen, ein Wesen halb Mensch, halb, ja, halb Engel, und diese Wesen hatte man dann noch nicht Dämonen bezeichnet, aber nachdem das passiert ist vor der Sintflut, es ging so 1600 Jahre lang, hat Gott denn entschieden, dass diese Kinder, die dort geboren werden, ja, dass diese sterben sollen. Sie sollen sich halt innerhalb von 500 Jahren umbringen, gegenseitig, durch Kriege halt. Ja. Und wenn sie denn verstorben sind, also wenn die denn gestorben sind, dann soll ihr Geist, der aus diesen Mischwesen ausfährt, ja, steht so drin in dem Buch, bis zum Ende der Zeit die Menschen halt, ja, ja, konfrontieren, sie, ja, ich will es mal so im Allgemeinen ausdrücken, ärgern, ja, und das soll halt die Bezeichnung eines Dämons sein. Das ist aber eine Meinung, die ist nicht weit verbreitet. Ich selbst würde eher die Variante A vorziehen, aber ich möchte da nichts ausschließen. Ja, okay. Kann es sein eigentlich, ich meine, dass Engel und Dämonen prinzipiell von der Art her dasselbe sind? Ja, ja, es sind Geistwesen, Engelwesen in ihrer Form, ja. Also sie sind am Anfang gleich gewesen, bis Gott entschieden hat, die müssen jetzt weg. Die haben gegen mich rebelliert,
Ja, also ihr Führer hat gegen mich rebelliert, weil er hatte gesagt, der Oberste der Dämonen, er möchte seinen Job übernehmen. Er hat gesagt, geh mal runter von dem Stuhl, ich möchte mich da hinsetzen, ich kann es besser machen, ich kann besser die Engelwelt regieren, ja, ich kann es besser machen. Und er hat sich also so erhoben, ne, und hat halt viele Engel auch überredet, ja, auf seine Seite gezogen und ihnen gesagt, guck mal, wenn ich dort oben sitzen würde und die Vollmacht hätte, ich mache mich also gleich den obersten Allmächtigen, der mich selbst geschaffen hat, ich mach's besser. Was haltet ihr davon? Er hat sie halt überredet. Ja, und er hat auch seine Gefolgschaft. Und bis heute noch hat er seine Gefolgschaft, die ihn da folgt. Und ja, wie gesagt, um die Frage jetzt zu beantworten, oder ich hatte es ja schon beantwortet, sie sind das Gleiche vom Wesen her, ein Geistwesen. Okay. Und sind es Geister in unserem Vorstellungsvermögen, dass es Geister sind, die Engel und Dämonen darstellen? Ja, also ich würde sagen, es sind geistliche Wesen, ja, wenn man es so sagen kann. Also wenn wir heute von Geister reden oder von einem Gespenst, ja, oder so, dann sind das diese Wesen. Ja, aber meist halt die dem Obersten der Dämonen untergeordnet sind, auch wenn sie so nett aussehen, ja, und sich auch ganz gottesfürchtig oder ganz lieb einem darbringen, muss oder kann man nie ausschließen, dass sie doch von der falschen Seite kommen. Das kann man übrigens prüfen, aber gut, das war jetzt nicht die Frage. Ja, das ist, können wir vielleicht noch dazwischen schieben, und zwar, man weiß ja von Besetzungen, ja, von geistigen Besetzungen von Menschen, wo Geistwesen Menschen übernehmen können. Können das Dämonen oder Engel sein, oder ist es nur... Ja, in dem Falle, wenn wir Variante A nehmen, dass das alles das Gleiche ist, also ein gefallener Engel ist gleichzeitig ein Dämon und ein unreiner Geist, ja, dann, wir bleiben mal jetzt bei der Variante A, ja, ich würde gerne lieber über Variante A sprechen und nicht mehr den Fall, dass jetzt ein Dämon halt so ein kleiner, ja, halb so ein toter Geist ist von so einer Geburt eines dieser Wesen, was ich von, worüber ich vorhin gesprochen hatte. Also wir bleiben mal bei der Variante, dass das alles das Gleiche ist. Ja, diese Wesen können das, ja, aber nun, ob sie das Recht haben, es bei jedem zu können, ist wieder eine andere Frage. Ja, okay. Also sie können sowohl von außen an Menschen agieren, ja, also sie, ich rede meistens von erstmal vom Allgemeinen von einer okkulten Belastung, also ein Dämon oder mehrere Dämonen haben ein Recht zu wirken, entweder außerhalb des Körpers oder innerhalb des Körpers, aber meistens in den meisten Fällen eigentlich, zumindest bei den also bei den Nichtchristen, besteht immer die Gefahr, dass der Geist auch von innen wirken kann. Okay. Ja, das ist so eine Sache, die ich schon beobachtet habe. Also wie jemand besetzt wurde, und das gibt da keinen Schutz, weder vom Alter her noch vom Glauben her. Also wir sind von gewissen Instanz einfach steuerbar. Gut. Ja, wollte ich nur mal so eingeworfen haben. Wann geht Babylon unter? Wie geht es danach weiter? Ja, also wenn mit Babylon jetzt auch wieder das Babylon aus der Bibel gemeint ist, davon gehe ich jetzt mal aus, ne? Weil wir haben jetzt ja nicht speziell jetzt irgendwie jetzt über die Bibel gesprochen, aber ich denke mal, du gehst jetzt von dem Babylon, was im Buch Offenbarung steht, was ja untergehen soll, aus. Sehe ich das richtig so? Ja, genau, exakt. Ja, also nach meinem Studium her in der Bibel bin ich davon überzeugt, dass dass Babylon untergehen wird, und zwar in einem Zeitraum zwischen 7 Jahren und 3,5 Jahren, bevor der wahre Messias wiederkommt. Dann wird Babylon zerstört. Und die Frage, die jetzt kam, wie geht es danach weiter, ja, wenn diese Stadt Babylon gefallen ist oder zerstört wurde, wie geht es dann weiter? Ja, das kann ich auch eigentlich sehr leicht beantworten. Dazu braucht jeder eigentlich nur das Buch Offenbarung zu lesen. Ja, das ist ja überall frei zugänglich, zumindest im Internet. Und da steht sehr deutlich drin, ich sage dazu nur die Posaunengerichte und die Zornschalengerichte. Das wird meiner Meinung nach alles nach dem Fall von Babylon kommen, was da angesprochen wird. Und wer jetzt da neugierig geworden ist, der kann es ja mal nachlesen. Also Buch Offenbarung, das hat man, ich sag mal, so eine Stunde hat man das durchgelesen. Ja, also es
nicht der Rede wert, dass man jetzt ein langes Studium abhalten müsste, um das in Erfahrung zu bringen. Ja, es ist natürlich eine Interpretationssache. Also das Problem ist, viele lesen das, werden aber nicht wirklich schlau draus. Also die Frage ist, werden wir noch in der Materie bleiben? Also es steht ja da, dass manche in die geistige Welt gehen werden und andere werden aber auf dieser Erde bleiben, in der Materie. Und das ist halt die Frage, wie es dann weitergeht, wenn der echte Messias, sage ich mal, kommt, regiert er hier auf der Erde oder nimmt er seine Leute mit in die vorbereiteten Städte bei Gott. Nun ja, du hast es gerade schon angesprochen, dass selbst das Buch Offenbarung interpretiert wird. Selbst von mehreren christlichen Konfessionen, die auch unterschiedliche Meinungen haben. Ja, sei es, wann wird man entrückt oder wie ist der Ablauf, wer ist das Tier. Also jeder hat da so hat ein wenig eine unterschiedliche Meinung dazu, wie diese Abfolge ist, der Ablauf ist und was da überhaupt was ist in der symbolischen Bedeutung. Ja, und daher kann ich dir nur meine Meinung dort jetzt wiedergeben, ohne jetzt im Allgemeinen für alle Christen zu reden, ja, sondern es ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Also ich bin davon überzeugt, dass wenn Jesus wiederkommt, ja, an dem Tag, wenn er wiederkommt, dann erst werden Menschen zu Geistwesen verwandelt werden, ja, ich sage, um das mal anzusprechen, hauptsächlich nur die er auch annimmt, ja, also die dann noch leben, ja, die er annimmt. Sie müssten also mindestens Christen sein. Also er wird keinen Moslem verwandeln, er wird wahrscheinlich auch keinen Atheisten verwandeln. Davon gehe ich persönlich auch nicht aus zu diesem Zeitpunkt. Was wird er noch machen? Er wird alle Toten, ja, die gläubig in Jesus Christus gestorben sind, also an ihn geglaubt haben, ja, wird er auch wieder auferwecken, ja, auch zu Geistwesen, wie er möchte. Ja, also er wird entscheiden, wer von diesen Toten auferweckt wird zu Geistwesen. Ich glaube, dass es zu diesem Zeitpunkt, ja, zu diesem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, dass dann noch Menschen aus den nichtchristlichen Völkern noch da sein werden. Ja, es werden noch Menschen da sein, die bis zu seiner Wiederkunft nicht an Gott glauben oder nicht die Gebote halten oder sowas. Die wird es da noch geben. Und ein Teil von diesen Überlebenden, ja, diesen überlebenden Menschen dort, die diese Trübsal, diese Drangsalzeit, ja, überlebt haben, die werden dann in das 1000-jährige Friedensreich eingehen. Also sie werden dann halt die Möglichkeit haben, nochmal 1000 Jahre lang das zu machen, was der König will, der dann regiert in Jerusalem, von Jerusalem aus. Und dort wird ein Gesetz ausgehen, das jeder halten muss. Und da bekommt auch jeder eine Lebensspanne von 100 Jahren Minimum, um das zu lernen und noch anzunehmen. Und wenn er nach den 100 Jahren entscheidet, das ist mir nichts, ja, also er rebelliert letztendlich, dann kann er auch sterben, dann wird er sterben, dann halt auch in dieser Zeit. Aber ihm wird die Möglichkeit gegeben, er kann bis diese ganzen 1000 Jahre leben. Ja, also er wird so wie vor der Sintflut, also jeder, der die Bibel gelesen hat, wird dort ja sehen, dass vor der Sintflut auch die Menschen auch circa 1000 Jahre alt wurden von der Lebensspanne her. Und das wird den Menschen wieder möglich sein in dieser Umgebung, wo sie dann leben. Was ist jetzt mit den Gläubigen, die verwandelt wurden, die am Ende noch da sind und die wieder auferstehen zu Geistwesen? Diese werden mit Jesus Christus die Welt regieren. Das heißt, jeder bekommt dann auch ein Gebiet eingeteilt, was weiß ich, wahrscheinlich jemand, ein deutscher Christ, der verwandelt wurde oder wieder auferweckt wurde, der wird dann halt über eine bestimmte Stadt, ja, oder eine Gemeinde, ein Dorf halt richten. Ja, er wird dort agieren vor Ort. Also wird dort vor Ort präsent sein. Und das wird höchstwahrscheinlich hauptsächlich alle diese zu Geistwesen verwandelten ihre Aufgabe sein in dieser Zeit, in diesen 1000 Jahren. Okay, danke schön. Ich glaube, auf eine Frage bin ich noch nicht eingegangen. Also ich glaube, dass diese Herrschaft hier auf der Erde sein wird in dieser Zeit, wenn er wiederkommt, und dass die Geistwesen,
ja, also die verwandelt wurden, die werden, glaube ich, nicht auf der Erde leben. Die werden dort weder schlafen, noch irgendwo sich da irgendwelche Häuser mieten oder dort drin wohnen mit den Menschen, die noch Fleisch sind. Ich glaube, sie werden in himmlischen Regionen, ihre Wohnorte werden dort sein, gehe ich von aus, in dieser Zeit ihre, ja. Davon gehe ich. Also sie werden nicht dauerhaft diese 1000 Jahre mit dem Menschen wandeln als materialisierte Wesen, die vielleicht man fest anfassen kann. Also man kann, ich gehe davon aus, dass man die berühren kann. Ja, also ein Geistwesen kann sich fest materialisieren in der Zeit, aber sie können halt auch ja in die Lüfte fliegen und ja, wahrscheinlich sich auch unsichtbar machen und durchsichtig werden oder dass man halt durchgreifen kann. Ich denke, diese Fähigkeiten haben sie in dieser Zeit. Aber sie werden, wie gesagt, hauptsächlich auf der Erde fungieren. Okay, vielen In Dank. dieser Zeit. Jetzt habe ich drei Fragen notiert, oder wollen wir die im Anschluss stellen oder kann ich die gleich stellen? Ja, es liegt ganz bei dir. Also, ich weiß ja nicht, was das für Fragen sind. Ja, also zunächst war die eine Frage, ist Jesus aus dem Haus David? Deiner Ist Ansicht nach? Jesus aus der Blutlinie David? Ja. Ob Jesus aus der Blutlinie David ist? Ja, wir schieben mal die Frage nach hinten. Okay, Aber ich und werde darauf noch eingehen. gut, die nächste Frage wäre in dem Bezug aber auch, vielleicht verschieben wir die auch nach hinten, dann komme ich vielleicht zu der dritten Frage. Wenn einer König wird, ist es Zufall für dich oder ist es Bestimmung? Also sozusagen die Regierung hat in einem Land, egal welches, ob er nun Kanzler ist, Präsident oder König oder wie er sich auch immer nennen möchte oder Scheich oder ob er sozusagen von Gott eingesetzt ist oder ob die Menschen ihn, also ob der Mensch von sich aus König werden kann, dieses Amt hat. Ja. Wir schieben mal die Frage auch nach hinten. Na gut. Okay, wer ist Satan und wie findet Satanismus statt? Ja, über Satan, also diese Bezeichnung ist ja Widersacher. Das ist letztendlich der oberste der Dämonen. Ne, über den haben wir schon gesprochen, der also an der Spitze steht. Und er ist abgefallen von Gott. Also er wollte halt Gott gleich sein. Er wollte seine eigenen Pläne machen dann irgendwann. Ja, also er hatte den freien Willen und konnte halt dementsprechend auch sein freier Wille war es, zu glauben, er könnte es besser machen als sein eigener Schöpfer. Und diesen Weg ist er halt gegangen. Und Satanismus ist dementsprechend im Allgemeinen, würde ich erstmal so prinzipiell umschreiben, jemand, der ein Anhänger oder Fan oder Anhänger, sagt man ja meistens dazu, von Satan seinem Reich ist. Ja, er ordnet sich ihm also unter. Das heißt, so ungefähr, Satan, ich finde ja, du kannst es besser machen als Gott, ich stelle mich auf deine Seite, was muss ich tun, gib mir ein paar Aufgaben und kriege ich vielleicht auch was von dir, wenn ich helfe, deinen Glauben zu verbreiten. Ja, so ungefähr, das wäre denn sozusagen ein Satanist im Allgemeinen erstmal in meinen Augen. Also ein Anhänger der satanischen Weltanschauung. Also er ordnet sich direkt dem Satan unter. Ja, es gibt aber auch Menschen, die ordnen sich einen Dämon unter, einen Engel. Wir lesen in der Bibel von Engelverehrung. Ja, also zum Beispiel die ganzen Hindu-Götter. Ja, das sind ja nicht alles, ist ja nicht alles jeweils der oberste Satan, sondern es sind Dämonen. Ja, und also auch gefallene Engel unter dem Reich von Satan. Aber es gibt, und die haben auch ihre Anhängerschaft halt, ne? Also dort gibt es ja Hinduisten zum Beispiel, die glauben ja an Shiva und wie sie da alle heißen, an diese ihre Götter, ja, was aus biblischem Verständnis letztendlich ja auch nur gefallene Engel sind. Und diese würde ich jetzt aber nicht als Satanisten im Allgemeinen bezeichnen, sind denn schon Hindus, aber nach meiner Überzeugung folgen sie einer Irrlehre. Okay, kannst du irgendwas dazu sagen, wie Satanismus stattfindet? Ja, da gibt es sicherlich auch mehrere Formen. Die einen sind sehr harmlos.
Ja, man so ähnlich wie es Roger Minot erfahren hat in dieser Form. Also man begibt sich dort unter eine elitäre Gruppierung von, was weiß ich, Polizisten, Anwälten, da ist wahrscheinlich alles vertreten, wahrscheinlich auch viele aus der Regierung, die dort wirklich mit Geistern reden. Ja, mit Geistern reden. Ich glaube auch, dass es heute auch noch passiert, aber heute, wie gesagt, redet man kaum oder diese Leute reden nicht darüber, die so etwas machen. Aber es gibt sie ganz sicherlich auch heute noch, diese Verstecke, wo die das tun. Die machen das heute nicht mehr öffentlich, also dass da jeder Zugang hätte. Vor allem nicht mehr in der heutigen Zeit, wo es ja Videokameras gibt und Abhörgeräte so in dieser Form, weil das gab es ja früher alles nicht und demnach konnten die da auch ein bisschen offener agieren in der Vergangenheit. Und ja, und da läuft wahrscheinlich ist alles so, na friedlich will ich nicht nennen, aber das ist so eine Geben-Neben-Vereinbarung denn vor Ort. Die kriegen Aufträge von Satan oder von irgendwelchen Dämonen, die kriegen dafür eine Belohnung und dann führen sie das aus. Sie werden reich, sie kriegen werden Wünsche erfüllt in der Form, ja. Und wenn sie das machen, was sie beauftragt bekommen, der wird halt ihnen an den Wünschen was zuteil. Und ja, also allein diese Gruppierung würde ich einschließen unter Satanismus. Dann gibt es aber auch die, die dann auch in diese Gewalt übergehen, ja, wo es dann auch um Opfer geht, um Blut trinken, Tieropfer, Menschenopfer, Kinderopfern, ja, also diese Gruppierungen gibt es auch in der Welt. Also, aber heute natürlich auch geschieht das alles im Geheimen. Ja, früher war das auch alltäglich, aber gut, da gab es noch keine Polizei in dieser Form. Ich rede mal von den letzten 3.000, 4.000 Jahren. Aber heute findet das sicherlich auch noch statt, überall auf der Welt, bloß halt die wenigsten bekommen das halt mit. Und ja, es gibt halt leider immer wieder Menschen, die dann da auch hineingeraten und ihren Schaden davon mitnehmen. Ja. Okay. Also sozusagen, also es gibt also auch Menschen, die opfern für die Dämonen, also im Blut. Das findet man ja auch in der Bibel wieder, dass immer schon solche Leute oder Menschen in der Menschengeschichte das getan haben, um halt, damit die Ernte gut ausfällt oder damit sie einen bestimmten Segen bekommen, ja, haben sie auch Menschen geopfert und Kinder geopfert. Das kann man da auch alles lesen. Ja, genau, das ist der Punkt, diese Menschenopfer. Also das ist so ein Punkt, wo man unbedingt mehr Öffentlichkeit brauchen, dass solche Fälle also auf gar keinen Fall toleriert werden können, wie bei Dutroux zum Beispiel mit den Verwicklungen und den toten Zeugen. Das nur mal so am Rande. Was will denn die NWO von uns eigentlich? Die hat ja der Papst auch schon verkündet. Die neue Weltordnung. Ja, also wie kann ich denn das kurz umschreiben? Also letztendlich bedeutet die neue Weltordnung, wenn sie dann da ist, also integriert ist in die Welt, dann ist das sozusagen das Reich Satan ist vorbereitet. Er kann dann kommen. Ja, also als ganz zum Schluss kommt der Satan sozusagen höchstpersönlich vorbei, ja, und wird sich als Gott ausgeben und also als unseren Weltgott. Und ja, und er will, dass aber etwas vorbereitet wird vor seiner Ankunft, dass das auch alles funktioniert, ja, damit auch alle ihn annehmen, so viele wie möglich. Also diese NWO ist eine Täuschung für die Welt, ja, um es für Satan leichter zu machen, alle in die Irre zu führen. Deswegen gibt es diese neue Weltordnung, was ja, sagen ja viele, gipfeln wird in eine Welt, Religion, Weltgeldsystem, Weltsprache, was weiß ich. Also ich glaube schon, dass Satan versucht, alles zu vereinheitlichen. Ja, davon bin ich überzeugt, dass das darum passiert, dass diese neue Weltordnung heranwächst und sie wird auch heranwachsen. Okay. Wo ist der Unterschied zwischen der Bibel und dem Koran? Der Unterschied, ja. Also allgemein ist ja die Geschichtszeit der Bibel, sie betrifft ja die letzten 6.000 Jahre von heute jetzt mal ausgesehen, die stehen dort drin, ja, so im Alten Testament, das umfasst, ja, ich sage mal so circa 4.000 Jahre und prophezeit aber auch für die Zukunft nach den 4.000 Jahren, und also Menschengeschichte. Und nach diesen 4.000 Jahren, was da passiert, da kam ja dann Jesus in die Welt und dann ab dann berichtet das Neue Testament auch, was ab dann passiert,
auch für die Zukunft, sondern auch bis zum Ende. Also bis das Ende heißt letztendlich, wenn 6000 Jahre vorbei sind. Und ja, wir leben ja im Jahr, zumindest im gregorianischen, römischen Jahr 2011, ja, wären wir eigentlich der Zeitrechnung schon drüber, da wären wir schon bei 6011 Jahre. Aber das liegt daran, dass dieser Kalender natürlich auch korrupt ist. Das ist kein biblischer Kalender, den wir hier in der Welt haben, sondern ein, ja, ein römischer. Und das steht ja auch in der Bibel drin, dass da jemand kommen wird, der den Kalender ändert, sozusagen. Das steht ja da schon drin. Und deswegen sollte man sich nicht an diesen Jahreszahlen aus diesem heidnischen Kalender orientieren. Aber eins ist gewiss, die 6000 Jahre werden bald um sein. Und dann kommt der Messias wieder. Ich gehe auch davon aus, dass die Endphase jetzt eigentlich schon dabei ist. Sind jetzt mittendrin. Also mal schauen, wann es bergauf geht. Ich hoffe bald. Ja, es wird eigentlich sehr schnell bergauf gehen für einen Moment. Das wird es sein. Ja, das ist ja sozusagen, also es wird einen fühlbaren für die Menschheit guten Moment geben. Einen, wo sich jeder wohlfühlt. Ja, und wie im Weltfrieden sozusagen. Ja, jeder hat alles diese Zeit wird kommen, wenn auch nur ganz kurz. Sie dient natürlich auch diesem satanischen Reich, um seine Anhänger zu gewinnen. Man muss ja nicht immer mit der Keule kommen, ne? Okay. Na gut, ich hoffe natürlich, dass es jetzt davon ab, in der Materie oder halt auf dieser Erde, dass es da mal ein bisschen friedlicher zugehen wird, ganz unabhängig, wie das genannt werden soll. Das soll ja auch kommen. Ja, also davon gehe ich persönlich von aus. Es wird eine friedliche Zeit kommen. Aber erst davor kommt noch sehr viel schlimmes Zeug. Und es wird so schlimm sein, dass wir uns das nicht mehr vorstellen können. Ja, es wird wirklich sehr, sehr schlimm sein in dieser Zeit. Und ja, vor allem für die, so sagt es die Bibel, die das Mahlzeichen annehmen und das Tier anbeten, also den falschen Gott, den falschen Retter. Und für die wird es dann ganz, ganz schlimm. Ja, für die wird es dann noch schlimmer. Für ein paar wird es dann halt schneller vorbeigehen. Ja, vielleicht, weil sie einen frühen Tod sterben werden. Oder sie bekommen einen bestimmten Schutz, dass sie halt nicht von irgendwelchen Plagen getroffen werden. Davon gibt es auch Anhaltspunkte im Buch Offenbarung. Du hattest immer noch, ich glaube aber, die Frage über Koran und Bibel ist noch nicht so ganz beendet. Soll ich nochmal weiter darauf eingehen? Weil ich habe ja darüber eigentlich noch nichts gesagt. Ja, also ich wollte davor nochmal kurz erwähnen, die Zeit ist schon schlimm für manche. Also ich glaube nicht daran, dass sie noch schlimmer wird. Die Zornschalen sind schon längst ausgekippt und wir sind jetzt mitten in der Endzeit. Also für meinen... Okay, gut. Kann ich... Ich habe dafür Verständnis. Aber wie gesagt, also ich glaube, wir sind noch nicht mal... Also ich sag mal so, die Bibel sagt, oder ich glaube das, ja, dass es eine 7-jährige Phase gibt. Ja, und die fängt hart an, die fängt schon hart an, wird aber immer, immer schlimmer über diese 7 Jahre hinweg. Und es gibt dort gewisse Sachen, die müssen erst passieren, damit wir davon ausgehen können, dass diese Zeit auch begonnen hat. Und solange diese Dinge nicht passiert sind, ja, bewegen wir uns immer noch in den Zeitraum zum Start, der ja schon hart beginnen soll. Ja, nur mal so viel dazu. Gut, an der Stelle möchte ich auf Wolfgang Wiedergut die Öffnung der 7 Siegel hinweisen, dass ihr das mal euch ansehen könnt. Er erläutert da auch diese 7 Jahre beziehungsweise die Zeit bis 2012 als eben diese heiße Phase und danach käme dann dementsprechend ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, den Vortrag habe ich auch gesehen vor langer, langer Zeit. Ja, ja, demnach wäre ja 2000, ich glaube, er hat ja, glaube ich, was gesagt, ne, von 2005 soll das, oder wann war das? Beginn? Die erste Öffnung war, glaube ich, 1999. Oder sowas. Also wie gesagt, ist ein langer Vortrag gewesen, ich erinnere mich, da redet er von seinem Schreibtisch aus, oder? Ja. Gut, okay, ja, dann war das der, den ich gesehen habe. Ja, gut, das Jahr 2012 letztendlich. Ich sagte ja, um das mal kurz anzubringen, der Anfang, wenn, also es wird eine harte, harte Zeit kommen, meiner Meinung nach, dann ist sie hart und dann kommt für kurze Zeit der Weltfrieden,
Ja, also dieses Paradies auf Erden könnte man meinen, ja, das wird aber nur ein halbes bis ein Jahr anhalten, nach meiner Einschätzung. Ein halbes bis ein Jahr anhalten, ja. Und danach geht es dann richtig los. Ja, Aber ich okay. weiß, dass es viele Menschen gibt, die dieses Buch Offenbarung gelesen haben und versucht haben, die Siegel, die Posaunen, die Zornschalen zu interpretieren. Und da gibt es natürlich auch viele Nichtchristen, die das gemacht haben. Und ich gebe da nur den Rat, man sollte sich viele, viele Stimmen anhören. Und nicht nur eine, wenn es um eine Interpretation geht. Ja, also dieserjenige, der das da jetzt interpretiert hat, muss auch nicht, also ich glaube nicht, dass er die Wahrheit gesprochen hat. Wenn, dann waren vielleicht viele Halbwahrheiten mit drin, aber alle Details hat er nun auch nicht erwähnt, weil das Buch Offenbarung besteht ja nicht nur aus den Posaunen und so, sondern da stehen auch andere Botschaften drin und er hat ja nicht das ganze Buch Offenbarung ausgelegt für die Endzeit. Na gut, also er spricht natürlich auch davon, dass Jesus Kinder hatte, eventuell, und das ist schon sehr spannend. Ja, es ist Also außerbiblisch, ich weiß, aber natürlich für den einen oder anderen, ja, für den einen klingt auch der Da Vinci Code spannend, letztendlich. Ja, es gibt viele Dinge in der Welt, die den einen Interessen aufweckt und sagt, oh, da schaue ich mich mal weiter um, das interessiert mich, das klingt spannend. Aber gut, da gibt es ja wirklich Philosophien und so viel in der Welt und ja, jeder sucht da sich das Beste raus, ungefähr, was ihn halt interessiert. ja, okay. Meinst du, wenn zwischen Polarität und Dualität ein Unterschied ist, dass es mal ein Ende der Dualität gibt in dieser geistigen Welt? Ich meine jetzt im sogenannten Paradies. Ja, was du auch immer unter Paradies bezeichnest. Wahrscheinlich der Zeitraum, der nach diesem tausendjährigen Friedensreich anbricht, weil danach geht es ja noch weiter, weil nach diesen 1000 Jahren, der hier auf der Erde, wird Frieden sein in dieser Zeit, wird keiner Krieg führen, ja, aber nach diesen 1000 Jahren, da wird der Satan nochmal rausgelassen, die Menschen zu verführen, die auf der Erde leben. Ja, und das heißt, da wird es nochmal zum Krieg kommen, so in der Form. Ja, also da wird sich Menschen werden sich dann verführen lassen, die halt keinen Bock haben, die diese 1000 Jahre hier durchlebt haben und gesagt haben, nee, das ist mir nichts. Ja, die werden sich dann verführen lassen und dann werden sie halt ja, einen großen Krieg wird es dann geben, ja, den aber hauptsächlich nur die diesen Krieg führen wollen, führen werden. Ja, die Gegenseite wird da so gut wie nichts machen, das schreibt die Bibel, sondern da wird dann einer nur ein bisschen Feuer vom Himmel regnen lassen und dann ist die Sache auch erledigt. Und danach kommt dann das Weltgericht und dann erst beginnt dann diese endlose Zeit, ja, im Frieden und da gibt es meines Erachtens auch keine Dualität mehr in der geistigen Welt. Davon gehe ich persönlich aus, aber man belehre mich eines Besseren, wenn ich mal in dieser Zeit angekommen bin. Ja, also ich will das hier nicht jetzt so sagen, dass es so ist, weil ich weiß nicht, was ab dem Zeitpunkt der Ewigkeit alles noch auf uns zukommt. Ja, das weiß ich nicht. Ob es denn immer noch ein Dualitätssystem geben wird, warum auch immer. Ja, ich weiß es nicht. okay, ich meine jetzt natürlich mit der geistigen Welt Wesen, also eine andere Dimension, Wesen beziehungsweise Gott, der über der Zeit steht. Das heißt, Zeit ist für ihn relativ und er kann die Leute vom Feld holen, die er braucht in seiner Dimension. Und eine Voraussetzung könnte sein, dass die Menschen sich von der Dualität persönlich schon verabschieden. Und das ist das Paradies, was ich meine, liegt komplett in einer anderen Dimension. Okay, gut. Ja, das geht jetzt also in diesen Spiritismus hinein. Das hört man ja schon raus. Also, gut, ich glaube nicht daran, aber ich weiß, dass es leider viele Menschen glauben. Und ich denke mal, du hast ja selbst das Interview von Roger Minot gesehen. Du hast ihn ja vorhin angesprochen. Und da erklärt er ja auch, was mit solchen Leuten passiert, die halt an so etwas glauben, eine geistige Welt, eine unsterbliche Seele und das alles, dass die Gefahr laufen, am Ende Probleme zu bekommen, sich also eher verführen lassen, weil ich persönlich glaube, ich glaube das sehr stark, dass jeder Mensch kommt noch an den Punkt, wo ihm alles vor die Füße gelegt wird. Alles, was er sich je erträumt hat, was er immer haben wollte, das wird ihm gegeben, kann ihm gegeben werden. Und wenn er sich denn dafür entscheidet, dann hat er verloren. Ich glaube, dieser Zeitpunkt kommt und es wird schwer sein für den Menschen, dem zu widerstehen, der nicht fest im Glauben ist, zumindest das, was in der Bibel steht. Davon bin ich persönlich überzeugt. Also aufpassen da draußen, was Okay, Geschenke betrifft. gut. Was weißt du über
Engel Gabriel. Engel Gabriel. Gut, ich würde vorher noch mal auf die Frage mit dem Bibel und Koran zurückkommen, weil wir sind da zwar eingestiegen, aber ich bin da noch nicht wirklich auf den Koran eingegangen. Würde ich gerne mal kurz auch noch was dazu sagen. Also ich sagte ja, in der Bibel ist die Geschichte niedergeschrieben von 6000 Jahren, eigentlich von 7000 Jahren. Und im Koran, der kam ja, 600 Jahre später nach Christus auf die Welt, und im Koran selbst, im Vergleich zur Bibel, gibt es halt wie viele Widersprüche. Ja, also die Geschichte, Teile aus der Geschichte in der Bibel werden verdreht und andersrum erzählt. Ja, also eine Person, da tauscht man Namen aus und erzählt trotzdem die Geschichte, so wie sie geschehen ist, bloß dass man dann Namen austauscht. Wie auch, dass es dort halt geschrieben steht, dass Gott keine Söhne hat, ja, dass Gott keinen Sohn hat, dass Jesus nur ein Prophet ist. Also es gibt dort einen Unterschied, ja, in der Lehrrichtung. Zum Beispiel im Koran steht, man soll sich fernhalten vom Schweinefleisch essen. Hast du sicherlich schon mal gehört, ne? In der Bibel zum Beispiel steht, man darf noch ganz andere Tiere nicht essen, ja, wie zum Beispiel Krebse und Hummer zum Beispiel, ja. Da sagt die Bibel, das darf man nicht essen. Im Koran steht drin, man könnte es essen. Ja, da steht zum Beispiel, was sowas betrifft, nur das Schwein drin. Also es gibt Unterschiede in der Lehre gegenüber den Menschen, als auch in der Geschichte, als auch im Erlösungsplan. Ist ein ganz anderer, ja. Und weil du gerade ansprichst, Gabriel, können wir sehr gerne gleich übergreifend erwähnen. Also für mich, was ist Gabriel? Was weiß ich selbst über Gabriel? Also es gibt einen Engel in einer hohen Position, ja, der auf Gottes Seite steht. Ja, also ist kein gefallener Engel. Und in der Bibel lesen wir sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament über ihn. Und zum Beispiel hat er im Alten Testament, hat er gegen Dämonen gekämpft. Also in der geistigen Welt hat er mit Dämonen gekämpft und wollte zu einem Menschen durch. Ja, also er musste so einen Weg gehen durch die dämonische Welt, also die Geisteswelt, wo die halt herrschen. Und da musste er erst durch, bevor er zu dem Menschen gekommen ist, der da gebetet hat. Und das war der Prophet Daniel. Und er hatte halt mit ihm gesprochen und hat ihm einige Visionen erläutert, die er hatte. Das hat er gemacht im Alten Testament. Im Neuen Testament hat dieser Engel Gabriel, hat er den Vater von Johannes dem Täufer seine Geburt angekündigt. Ja. Und er hat auch der Jungfrau Maria verkündet, dass sie schwanger wird und dann später Jesus ihr den Namen, also dem Kind den Namen Jesus geben sollte. Also das sind seine Taten in der Bibel. Und außerhalb der Bibel, zum Beispiel jetzt im Koran, wo wir es ja gerade auch haben, das Thema, da war es so, dass wohl angeblich der Engel Gabriel dem Mohammed gesagt haben soll: So, jetzt ist soweit, ne, jetzt schreib den Koran oder bring den Islam in die Welt. Ja, also er hat Kontakt mit Mohammed aufgenommen. Heute hören wir viele Leute, die meinen, sie stehen im Kontakt mit Engel Gabriel und sonst irgendwelchen Engeln. Und es ist interessant, dass diese Engel diesen Menschen sagen, sie sollen ein Buch schreiben. Ja, sie sollen ein Buch schreiben. Ja, Charles Darwin hat seine Bücher geschrieben durch die dämonische Welt. Aleister Crowley. Es gibt so viele Menschen im Spiritismus, die Bücher geschrieben haben, die Engel diktiert haben. Ja, die Engel, die haben die Botschaft gebracht: Schreibe auf, schreibe dies oder mach das. Ja, und viele haben es getan. So war es ähnlicherweise auch beim Koran gewesen, also in der Geschichte des Islams, dass da halt da der Engel gab, ein Engel Gabriel dort einen Menschen gesagt haben: Du sollst das machen, du sollst das machen, du sollst das machen. Und also in ein Buch schreiben, ja, ein Buch schreiben. Und wie gesagt, Dämonen können sich auch verstellen. Sie können sich als sie haben den Namen Jesus, also sie lassen sich auch als Jesus rufen, als Gabriel, als Erzengel Michael und Raphael. Es gibt ja so viele bei YouTube genug Videos von Leuten, die behaupten, sie unterhalten sich mit diesen Engeln. Ich glaube, dass sie das auch machen. Aber sie unterhalten sich nicht mit den echten Engel Gabriel und den Engeln und da Jesus Christus, ja, wie viele ja auch sagen, sie reden mit Jesus Christus. Da muss man letztendlich erst einmal eine Prüfung machen. Ja, also ich will nicht sagen, dass ein Mensch keinen Kontakt mit Gabriel haben kann oder mit Erzengel Michael oder mit Jesus Christus. Ja, das will ich nicht ausschließen. Ja, wenn der Herr möchte, dann kann er das machen. Ja, aber man muss aufpassen, denn ich denke mal, in 99% der Fälle, 0,9, sind das Dämonen, die sich diesen Namen geben und sich halt für diese ausgeben. Und deswegen, die Bibel gibt uns ja ein, das ist ja das Gute für die Christen, die sich mit der Bibel beschäftigen, sie geben einem
eine Anleitung, wie sie herausfinden können, ob das jetzt der echte Engel Gabriel ist oder nicht, ob das jetzt ein Engel von Gott ist oder ein Engel von den Dämonen. Und wenn man den Test macht, dann weiß man es. Aber gut, dazu muss man das kennen, die Textstellen kennen. Und wenn man sie nicht kennt, dann kann man sich halt täuschen lassen in der Hinsicht. Zum Beispiel wie Mohammed. Der kannte sicherlich auch nicht die Geisterprüfung. So, ja. Das war es soweit zum Koran und zu der Frage über den Engel Gabriel. Sollte jetzt da noch was sein, dann sprich es nochmal an. Okay, ich habe jetzt noch 5 Minuten. Machen wir die letzte Frage und dann machen wir 5 Minuten Pause. Und nach um 21 Uhr starten wir dann für den zweiten Teil mit den Zuhörerfragen, ja? Können wir machen. Okay. Kannst du dir vorstellen, dass wir uns in der Hölle in der Form der Materie befinden? Kannst du die Frage nochmal umschreiben? Also kannst du dir vorstellen, dass wir in der Hölle in Form der Materie befinden? Das heißt, dass die Erde eigentlich die Hölle in Form einer Höhle oder Hölle ist und wir in der Materie festsitzend in der eigentlichen Hölle stecken und in der geistigen Form dann vielleicht freier wären. Also du glaubst, in dem Zustand, in dem wir heute sind, Fleisch, wir sind ja keine Geister, ne? Wir sind ja keine Geistwesen, dass das hier die Hölle ist. Gut, jetzt ist ja die Frage, was ist die Hölle in deinen Augen? Ja, also letztendlich gibt es einen Unterschied. Wir haben jetzt einen Zustand, ja, wir sind alles menschenfleischlich, wir werden krank, wir können sterben. Das war nicht immer so, ja, das kam, weil es ein Problem gab ganz am Anfang. Ja, und wir müssen da auch durch dieses Problem. Und wir können aber wieder den Zustand, wenn wir das Richtige tun, ja, und das Richtige glauben, dann können wir diesen Zustand wieder in den Ursprung zurückbringen. Ja, dass wir halt wieder wirklich so sind, wie wir auch erschaffen wurden am Anfang. Ja, und dass wir heute in einer Art in einem verfluchten Zustand sind. Ja, wir haben nun mal heute Disteln und Dornen in der Welt, ne? Und viel Elend und die Tiere fressen sich alle gegenseitig auf und ja, ist ja alles nicht schön mit anzusehen, ne? Wenn wir mal ehrlich sind, ne? Wäre doch schön, wenn der Löwe da halt kein Kalb frisst, ne? Sondern halt das Stroh oder Gräser oder was weiß ich oder Baumrinde, ne? Ich glaube, hätten wir alle nichts dagegen, wenn sich die Tierwelt von Pflanzen ernährt, mal so als Beispiel, ne? Da würde es halt viel Elend da nicht geben und wie gesagt, wir haben auch viel, viel schlechtes Zeug in der Welt, ja, was uns krank macht, sei es Quecksilber, Uran und was weiß ich nicht, alles so Strahlen, ja, die uns den Tod bringen können. Und das ist, da können wir ja nicht davon ausgehen, dass wir in einem Paradies leben, ja, oder in einer Welt, in optimalem Zustand ist, ja, also nicht in einem verfallenen Zustand. Wir leben aber in diesem verfallenen Zustand. Also es gibt einen Unterschied, aber ich würde jetzt nicht diesen Zustand jetzt hier Hölle nennen, dass wir in einer Hölle leben, weil ich glaube, wenn es um einen Ort geht, ja, dem man den Namen Hölle geben wollte, der müsste viel, viel schlimmer aussehen als in der Welt, in der wir hier leben. Ja, also da würde ich noch ein paar Stufen drauflegen, bevor ich sagen würde, wir leben in einer Hölle. Also ich würde mal meinen, wenn wir jetzt in diesen letzten Jahren ankommen, bevor Jesus wiederkommt, der echte Jesus wiederkommt, ich will es mal anmerken, da werden viele denken, wir leben, es ist die Hölle auf Erden los. Das werden sicherlich viele glauben dann in dem Moment. Aber ich glaube auch, das ist noch kein Vergleich zu einem Ort, den ich Hölle nennen würde, vom Zustand her, wie dort, was da abgeht. Ja, so viel dazu. Okay, das war, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt vom ersten Teil und bleib bitte dran und komm um 21 wieder ins Mikro. Wir machen dann gleich weiter mit dem zweiten Teil und den Zuhörerfragen. Das war Illuminati Fakes und Fakten Teil 1. Jeden Dienstag 20 Uhr Cracker Info. Und heute zu Gast war Nature23 Infokrieger von youtube.com/Nature23 Infokrieger. Bis später.